Willkommen bei Kreativgefühl, ich bin Sina und heute gibt es einen kleinen quasi Geheimtipp von mir, und zwar eine Sache, die es wirklich verändern kann, dass du regelmäßig zu deinen kreativen Auszeiten kommst und die Inspiration für dich selbst findest. Das ist ein Tipp, der bei mir unglaublich gut funktioniert. Das ist ein Tipp, der auch bei vielen Frauen schon super gut funktioniert, mit denen ich zusammenarbeite und der wirklich was verändern kann. Also, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und viel Freude beim Umsetzen und ganz viel Freude bei deinen kreativen Auszeiten. Für diesen Trick, der dir hilft, wirklich mehr in die Umsetzung zu kommen, deine Kreativität so ein bisschen herauszukitzeln und dir ja so ein bisschen Halt gibt in all dieser kreativen Welt, brauchst du Zeitschriften. Alte Zeitschriften mit Abbildungen, die dir gefallen. Also blätter alte Zeitschriften durch und guck mal, was spricht dich an. Und da darfst du einfach nach deiner Intuition handeln. Das heißt, du musst gar nicht genau wissen, warum dich Sachen ansprechen. Du darfst einfach mal das heraustrennen, herausreißen, herausschneiden, was dir gefällt. Bei dem Schnipsel hier war es für mich zum Beispiel die Farben, die mich irgendwie angesprochen haben, oder auch diese Schriftzeichen. Und ich mag so diesen rausgerissenen Stil auch ganz gerne, deswegen habe ich das einfach für mich rausgerissen. Und so bin ich weitergegangen. In diesem Bild habe ich so diese Lichtstimmung irgendwie, ja, fand ich irgendwie ganz faszinierend und fand ich irgendwie ganz schön. Was genau ich damit machen will, habe ich noch gar keinen Plan. Aber irgendwie hat es mich fasziniert und deswegen habe ich es erstmal für mich herausgerissen. Und so kannst du weitermachen. Erstmal wirklich dir so ein paar Schnipsel raussuchen, die dich in irgendeiner Form ansprechen. Du kannst natürlich auch die einfach wirklich ausschneiden. Das muss nicht diese Reißoptik sein. Und was machen wir dann damit? Dann hast du diese Schnipsel und kannst dir überlegen, jetzt direkt kreativ zu werden und zu sagen, okay, jetzt setze ich dazu irgendein Kreativbild um. Oder du lässt dir diese Schnipsel als deine persönliche Erinnerung dafür, wieder kreativ zu werden. Das heißt, lass diese Schnipsel irgendwo offen rumliegen. Es hat nämlich einen wunderbaren Wert, wenn du, vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber wenn dein Unterbewusstsein immer mal wieder sieht, ah, da liegt ja irgendwie sowas, was mich daran erinnert, nochmal wieder kreativ zu werden. Und gerade wenn es Bilder sind, wenn es Schnipsel sind, die dich schon vorher in irgendeiner Art angesprochen haben, kann das eine richtig gute Motivation sein, ein guter Punkt sein, um dich immer wieder daran zu erinnern, ach cool, das löst wieder diesen kreativen Funken in mir aus. Und wenn du dich dann dazu entschieden hast, dir jetzt einen Schnipsel vorzunehmen, geht es darum, mal zu gucken, was könntest du aus diesem Schnipsel heraus entwickeln? Was passt zu diesem Schnipsel? Und da kannst du andere Papiere dazu nehmen, Dinge, die irgendwie von der Farbe gut harmonieren würden, oder halt wie diese Vintage-Papiere zum Beispiel. Das heißt, es kann total gut in so eine Collagenrichtung gehen, dass man es kombiniert mit anderen Papieren. Oder wir greifen zu den Farben und kommen selber ins Mal. Das werde ich jetzt bei diesem Schnipsel machen, einfach weil ich die Pflanzen, die gemalt sind, dazu extrem gut passend finde. Das heißt, ich habe zu meinen Farben gegriffen, habe zu meinen Gouache-Farben gegriffen und habe angefangen, mir Farben anzumischen, die ich auf meinem Schnipsel sehe. Das heißt, unterschiedliche Grüntöne primär, und ihr könnt das wirklich auch mit allen anderen Farben machen. Das heißt, es würde auch total gut mit Acryl gehen, auch mit Aquarellfarben. Das heißt, auch da wieder, keep it simple und nutze genau das Material, was du jetzt gerade griffbereit hast. Es würde auch mit Filzstiften gehen, es würde auch mit Buntstiften gehen. Schau einfach dir dein Bild, dein Schnipsel, der dich fasziniert hat, mal ganz genau an und schau, was davon finde ich irgendwie inspirierend und was könnte ich jetzt daraus vielleicht umsetzen. Und vielleicht kommt bei dem einen oder anderen jetzt so der Gedanke auf, ach, dann male ich ja nur Sachen ab, dann entsteht ja gar nichts Eigenes und das ist ja eigentlich nur einfach kopieren und nachmachen. Und das ist so ein ganz, ganz, ganz typischer Glaubenssatz, der da sein darf,
aber der uns in ganz vielen Fällen ganz häufig einfach nur begrenzt. Stell dir da mal die Frage, ist dein Bild weniger wert, nur weil du jetzt gerade Elemente übernimmst von einem anderen Bild? Oder ist das nicht eigentlich völlig zweitrangig und am Ende entsteht sowieso was total Eigenes? Und was da auch ganz eng mit verknüpft ist, hier mal ins Bewusstsein zu rufen, hey, was sind denn eigentlich meine persönlichen Gründe, warum ich kreativ sein möchte? Das kann total individuell sein, aber vielleicht ist es bei dir, dass du wieder dir diese Kreativzeit für dich nehmen möchtest, um den Kopf frei zu bekommen, um dich einfach kreativ mit Farben auszuprobieren, herumzuspielen. Oder ist es vielleicht auch, dass du diesen Ausgleich im Alltag haben möchtest, dass du mehr Gelassenheit haben möchtest, dass du bei dir ankommen möchtest und so in diese innere Ruhe kommen möchtest und du gemerkt hast, dass dein kreatives Hobby oder das simple Malen von Bildern dir da irgendwie hilft. Das muss nicht immer der Fall sein. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich alle die innere perfektionistische Stimme, die manchmal uns da so einen Strich durch die Rechnung macht. Aber dich mal wieder zurückzubesinnen, warum mache ich das Ganze? Mache ich das Ganze, damit es mir gut geht? Und wenn das meine Intuition ist oder meine Intention ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt oder gar nicht so schlimm, wenn ich mich einfach an Dingen orientiere, die schon da sind und die mich faszinieren. Denn es hat was total Inspirierendes und auch was sehr Lehrreiches, wenn wir uns mit Bildern beschäftigen, die dich in irgendeiner Form fasziniert haben. Und gerade bei so einem simplen Bild, wie jetzt hier die Pflanzen, denkt man ja vielleicht, ja gut, das ist jetzt ja auch gar nicht so aufwendig und das kann man ja ganz gut nachmalen. Was soll ich denn da jetzt groß lernen? Da genau hinzuschauen und mal bewusst zu schauen, wie sehen diese Pflanzen aus? Welche Form haben diese Blätter? Wie organisch wirken die? Und dann auch mal zu schauen, okay, was macht dieses Bild eigentlich rund? Also wieso sieht dieses Bild am Ende vollständig aus? Und zum Beispiel bei diesem Bild haben so diese kleinen Striche zwischen den Pflanzen eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil sie so ein bisschen das verbindende Element sind, das auch so diese Leichtigkeit mit reinbringt und dieses Verspielte. Das heißt, auch da ganz bewusst zu gucken und die kleinsten Elemente mal zu übernehmen und zu gucken, hey, was macht das mit meinem Bild, wenn ich das jetzt auch mit übernehme? Das heißt, du merkst, man kann super viel herumspielen, man kann super viel lernen, wenn man sich mal ganz bewusst diesem kleinen Schnipsel hingibt und den als Inspirationsquelle nutzt und anzapft, um daraus ein ganz eigenes Bild für dich zu gestalten. Und du merkst, ich arbeite mich hier einfach Pflanze für Pflanze vor und das ist auch ein super schöner Prozess, wenn man so sehr in dieses, auch repetitive Malen reinkommt, was sehr positiv ist, um gerade diesen entspannenden Effekt auch hervorzurufen, dieses Loslassen, sich wirklich in diesem kreativen Flow auch fallen zu lassen. Wenn du sehen möchtest, was ich mit den anderen Schnipseln mache, ich habe da ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was ich daraus mache, aber bestimmt irgendwie noch mehr was so in Richtung Collage, dann schreib super gerne mal einen Kommentar oder gib auch dem Video einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass du darauf Lust hättest und dann zeige ich euch das auch nochmal in einem Video. Wenn du jetzt sagst, dieses ganze Thema der kreativen Auszeiten ist etwas, wo du viel mehr jetzt in die Umsetzung kommen möchtest, wo du viel mehr ins Kreative herumspielen und Kreative ausprobieren kommen möchtest, dann habe ich was für dich. Alle, die schon lange hier auf diesem Kanal mit dabei sind und mich schon länger verfolgen online, die kennen wahrscheinlich noch das 4-Wochen-Programm Deine kreative Auszeit, was es mal gab. Und dieses 4-Wochen-Programm ist der Game Changer im Punkto, dich kreativ auszuprobieren. Es ist wirklich ein
an die Hand genommen werden, um ganz viel kreativ aus dir herauszuholen, um Input von außen zu bekommen, um für dich selbst deine kreativen Auszeiten in dein Leben zu integrieren. Und ich arbeite auf Hochtouren gerade im Hintergrund daran, dieses Programm wieder ins Leben zu erwecken. Es wird auf Grundlage dieses alten Programms sein, mit aber natürlich einigen Anpassungen und noch einer Weiterentwicklung. Das heißt, da wird es ganz viel Neues geben. Mehr kann ich euch gerade an dieser Stelle noch gar nicht verraten. Ich wollte euch aber unbedingt davon erzählen, weil ich so viele Nachrichten auch immer wieder bekomme, weil ihr alte Videos guckt, ob es dieses Programm dann irgendwann wieder gibt. Und ja, ich arbeite da ganz fest dran. Wenn du es nicht verpassen möchtest, wann es losgeht und so weiter und so fort, dann folg mir unbedingt auf Instagram, wenn du das hast, oder abonniere den Newsletter. Da bekommst du dann auch alle Infos direkt. Und ja, ich freue mich einfach, das endlich wieder ins Leben erwecken zu können. Ich bin unglaublich gespannt auf eure Erfahrungen. Habt ihr das mit diesen Schnipseln und einer Schnipselsammlung und dem offen da liegen lassen? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ist das was, was bei euch auch alltäglich ist? Oder ist das was, was ihr jetzt vielleicht gerne mal ausprobieren möchtet? Schreibt das unbedingt mal in die Kommentare. Da würde ich mich riesig freuen. Und wenn wir uns da ein bisschen austauschen können. Und wenn du sagst, ja, das ist was, was mich irgendwie anspricht und was irgendwie, ja, was ich vorher noch nie gemacht habe, dann hier nochmal der zusätzliche Impuls. Mach's einfach. Probier es einfach mal aus. Speicher es dir nicht ab in dem Gedanken, irgendwann mache ich das mal, oder merk es dir irgendwo oder schreib es dir irgendwo auf, sondern tu es. Vielleicht jetzt direkt, vielleicht morgen. Irgendwann, wenn du direkt wieder Zeit hast, fang damit an. Und schau, ob es für dich funktioniert. Schau, was es mit dir macht. Und komm in die Umsetzung. Es ist so unglaublich wertvoll für dich und für, ja, deinen inneren Seelenfrieden, wirklich in diese kreative Umsetzung zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen super, super schönen Tag. Wir sehen uns irgendwo auf den sozialen Medien oder im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag, Woche, was auch immer. Tschüss.